Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Wenn ihr euch jetzt denkt, was? Warum bin ich wieder im Minental? Naja, ich habe hier eine wichtige Sache vergessen. Ich bin hier natürlich rumgerannt, habe die ganzen Orks umgebracht, hab Drachensnapper erledigt, hab Trolle gejagt und Echsenmenschen und Silvio. Und hab ganz den guten alten Biff vergessen. Hey. Den wollte ich doch nach Erdorat mitnehmen. Das wäre geschafft. Alle Drachen sind tot. Ja, und ich stehe noch. Bist du dir sicher, dass es der letzte war? Ich denke schon. Schade. Ich war gerade so schön in Fahrt. Ach, ich mag Miff. Biff. Lust auf eine kleine Weltreise? Was? Ich werde Korinnes verlassen und auf einer Insel nach neuen Gegnern suchen. Komm doch mit. Mehr Gegner sind mir egal. Ich will... Dort, wo wir hingehen, wird es mehr Gold geben, als du tragen kannst. Wenn das so ist, bin ich dabei. Wo geht's hin? Wir müssen dich erstmal aus dem Minental herausholen. Kein Problem, ich bin schon unterwegs. Treff mich am Pass. Das dachte ich mir doch, dass Biff da sofort dabei ist. Sehr schön. Genau. Und wenn ich schon mal hier bin, dann will ich der Vollständigkeit halber nochmal schnell zu Urshak gehen, der ja dahin gehen wollte, wo sein Kumpane war, den ich umgelegt hatte. Wie hieß der denn noch? Habe ich vergessen. Keine Ahnung. Das ist aber direkt hier oben auf dem Hügel. Das heißt, das kann ich noch schnell machen. Hoshpak, genau. Hoshpak war sein Mentor. Den habe ich ja hier getötet. Und, da ist er. Orkkrieger Urshak. Problem ist natürlich jetzt, hier sind neue Orks mit ihm. Das wusste ich natürlich. aber ich will ihn erstmal selber nicht töten, sondern ich will hören, was er zu sagen hat. Von daher lock ich mal die beiden Orks hier ein bisschen weg. Oh, zwei Tränke, sehr schön. Da ist nichts zu. Ich habe das Ganze vorbereitet offscreen und wollte jetzt eigentlich laden danach, weil ich dann sofort draußen bin. Aber da habe ich nur ein bisschen Gold gefunden bei den Orks. Jetzt habe ich zwei Tränke. Das ist natürlich besser. Das heißt, ich werde hier nicht laden, sondern rauslaufen. So, Urshak, dann erzähl mal. Grotak, ich erfahre, du dabei als Hoshpak getötet. Du begehen große Fehler, Fremder. Ich sehe, du hast ja seinen Platz eingenommen. Du hast mir nur was vorgemacht. Deine Stellung bei deinem Volk ist höher, als du zugeben wolltest. Du bist jetzt auch nichts anderes mehr als ein Werkzeug des Bösen. Fremder haben recht. Urshak nur noch erfüllt von Hass und Rache. Urshak erkennen großen Fehler zu vertrauen bösen Menschen. Zu nennen Freund und helfen nicht zu werden getötet, Urshak zutiefst bedauern. Fremder endlich verlassen Tal und gehen über Pass. Urshak Fremder nicht können töten jetzt. Ehre der Schamanen, Urshak befehlen so zu handeln. Bei nächster Begegnung wir Feinde sein werden. Du besser jetzt gehen. Oh oh. Hey, du. Du gehen. Ich nicht mehr mit Fremder reden. Bei der nächsten Begegnung sind wir dann Feinde. Hm, okay. Ich glaube, damit kann ich leben. Heiliges Geschoss? Nee, es ist doch dunkel. Ich will kein heiliges Geschoss. Ich will ein... Todeswelle? Heiliges Licht, da ist es doch, auf der 8. Zack. Das ist schön. So sieht man wenigstens ein bisschen was. So... Jetzt ist das Minental endgültig zu Ende. Sehr schön. Und Biff, wie sieht's aus? Können wir rübergehen? Hey, du! Schaffst du es über den Pass? Quatsch hier nicht rum, geh weiter, ich will endlich rüber. Ja, dann komm halt mit. Laufen wir mal hier über den richtigen Pass. Ich habe da so ein Gefühl, dass da irgendwo was liegen könnte, was ich übersehen habe. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß zwar nicht mehr genau, was es war, aber da lag irgendwas rum. Und zwar auf der anderen Seite in Korinnes. Und außerdem habt ihr gerade gesehen, bei Urshak kamen neue Orks. Ich würde gerne wissen, ob es vielleicht hier auch nochmal ein paar neue Orks gibt. Weil ich habe nicht ganz genug Erfahrungspunkte für das nächste, was ich tun möchte. Aber ich bin ganz knapp am Level up. Von daher... bin ich gerade auf der Suche nach Gegnern. Ich weiß im Zweifel natürlich trotzdem, wo ich euch hier finde. Das ist nicht das Problem. Ich habe auch schon... Also ich habe schon einen Plan, was ich als nächstes mache. Die nächsten paar Folgen werde ich
Ich verrate es nicht, aber ich habe schon geplant, was die nächsten paar Folgen passieren wird. So grob, ungefähr. Und eins davon ist aufleveln. Aber natürlich gilt, je früher, desto besser. So, wie viel Mana habe ich? Ich habe 235 oder so, ne? 235, ja, genau. So, hier liegt nämlich eine Spruchrolle. Ich bin mir nicht sicher, was das ist. Es sieht so aus wie Verwandlung Feldräuber. Könnte es sein, aber keine Ahnung. Ich nehme es mal mit. Schaden wird's nicht. So, gibt es hier neue Orks? Nein. Okay, ich habe 35 Mana. Das heißt, ich kann mich zweimal teleportieren. Einmal zum Pass in Corinus und danach ins Kloster, bitte. Nee, warte mal. Danach will ich zum Großbauern. Aus Gründen, wie ihr sehen werdet. Das hat seinen Sinn. Hey, Biff. Da ist nämlich Biff. So, bald geht's los. Da bin ich ja mal gespannt. Okay, ich nehme an, er geht jetzt zum Hafen in Corinus und wartet dort. Und was ich tun werde, ist jetzt am 98. Tag spätabends. Ach so, genau, es ist übrigens deswegen spätabends, weil ich offscreen nach dem Ende der letzten Folge bis zum Abend geschlafen habe, um mich zu heilen, bevor ich wieder ins Minental gehe. Ja, Leute, kein Problem. Oh, verdammt, was ist... Ich will nur hier eine Runde pennen. Alles ist gut. So, und dann wäre ich hier nämlich wieder ausgeruht und voller Kraft. Und das nächste, was ich jetzt vorhab, ist jetzt hier nochmal nach hinten gehen. Und da gibt es nämlich eine Kleinigkeit, die ich brauche, um noch ein kleines bisschen stärker zu werden, ohne allerdings Lernpunkte dafür ausgeben zu müssen. So sieht's nämlich aus. So, das war der Spielstand, den ich laden wollte, wie gesagt, den ich jetzt nicht gebraucht habe. Aber zuallererst will ich mal das einlösen, was ich beim letzten Mal versprochen habe, nämlich diesen Trank aus Dracheneisekret, Wirkung unbekannt, zu trinken. Schauen wir mal, was passiert. Miau. Da miaut mich so ein Drache so ganz fein an und ich krieg plus 3 Stärke. Ist ja nett. Das gefällt mir. Ich hätte mir ja eigentlich eher was Schlimmeres erwartet, ehrlich gesagt. Okay, 2 Drachensnapper. Überleg grad, Puh, 2 Drachensnapper. Für die brauche ich entweder einen Eisblock 40, 2 Blitze 60, 100, 200 Mana oder ich mache einfach eine Todeswelle. Ich glaube, ich mache einfach eine Todeswelle. Yep, und da habe ich auch schon meine Stufe. Wer sagt's denn? So einfach kann's gehen. So, guck mal hier, ein Heilkraut. Das nehme ich gerne mit. Und hier ist Grom. Ein Jäger hier im Wald. Hey, du. Bring mir das Jagen bei. Was willst du lernen? Gute Frage. Will ich überhaupt was lernen? Ich glaube nicht. Schade. Nun denn, ich muss auf jeden Fall gleich nochmal Todeswelle zaubern. Dafür brauche ich dann nochmal 65 Mana. Also trinke ich mal so einen 75er Trank. Das ist alles so ein bisschen, was soll ich sagen? Es braucht alles so viel Mana und ich habe nicht so viel Tränke. Aber gut, hier hinten ist ein Troll. Einer nur, nehme ich an, oder? Ja, ist nur einer. Nee, das sind 2 sogar. Ui. Na, dann hole ich mir doch 2 auf einmal. Ja, komm her. Und du kommst auch her. Dann habe ich Deckung. Nein! Verdammt. Verdammt. Das war nicht gut. Das ist gar nicht gut. Zauber! Okay, Glück gehabt. Glück gehabt, es hat funktioniert. 2 Fälle, 2 Trollfälle. Liegt hier hinten irgendwas? Sieht nicht so aus. Nee, aber was ich eigentlich holen wollte, einerseits diese Steintafel und andererseits muss hier irgendwo ein Kronstöckel sein. Oh, ein Rapier, ein Kronstöckel, ein Bogen, ein Lederbeutel
Und dann haben wir hier noch ein Trollfell. Denn Kronstöckel brauche ich, um diese Mana-Tränke zu brauen. Also generell braucht man Kronstöckel für so ziemlich alle Tränke. Insbesondere aber halt auch für... Oder braucht man Feldknöterich für alle Tränke und Kronstöckel... Ne, genau, Feldknöterich braucht man für die Tränke, für die Heiltränke und so. Und Kronstöckel für die mit permanenter Veränderung. Aber die Mana-Tränke, die ich brauchen will, die brauchen natürlich permanente Veränderung. Und, so, jetzt kann ich auch ins Kloster gehen. Jetzt habe ich nämlich gelevelt. Habe ich genug Mana zum Leveln? Oh, zum Teleportieren meine ich gerade noch genug. Kloster, und ich muss aber nochmal zum Großbauen. Demnächst, jetzt erstmal nicht. Jetzt erstmal hier fein Lernpunkte eintauschen. Und dann kann ich mir überlegen, ob ich schon die ersten Tränke braue. Andererseits ist halt die Frage, kriege ich nochmal ein Level? Wenn ich nochmal ein Level kriege, naja, ich bräuchte 25 Lernpunkte, um nochmal Mana per Lernpunkte zu erhöhen um 5 Punkte. Dafür bräuchte ich nochmal 2 Stufen. Das wird ein bisschen knapp vor Eodorad auf jeden Fall. Ich habe dein Drachenei-Gebräu ausprobiert. Das Zeug ist gut. Sehr interessant. Ich muss unbedingt meine Forschungen daran fortsetzen. Kannst du mir noch mehr davon machen? Besser ist, wir beide versuchen das Ganze in ein paar Wochen nochmal. Sonst wachsen dir möglicherweise noch Hörner. Kann ich bei dir lernen? Ich werde dich in die Geheimnisse der Alchemie einweihen. Okay, das Elixier des Geistes, bitte. Vielen Dank. So, und dann schauen wir doch mal. Allgemeine Infos. Wo ist es? Die Tränke. Elixier des Geistes. Eine Feuerwurzel und ein Kronstöckel. Ich habe... Wo ist es denn? Ich habe 8 Kronstöckel. Mehr als genug Feuerwurzeln. Und hier ist ein Alchemietisch, den ich jetzt auch noch nicht benutzen werde. Sondern ich will mir erstmal alles Mögliche an Kronstöckel holen, denn jeder dieser Tränke gibt mir plus 15 Mana. Ich habe jetzt 8 davon, 8 mal 5 ist 40. Und es gibt, glaube ich, auf jeden Fall noch 4 oder 5 in der Welt, die ich mir holen kann. Also nochmal so 20, 25 Mana-Punkte mehr. Wobei ich auf dem Weg dorthin, auf dem Weg, die zu holen, nochmal ein bisschen Erfahrung kriege. Von daher könnte es sogar klappen, dass ich nochmal ein paar Lernpunkte kriege. Ich glaube nicht, dass es reicht für nochmal 2 Stufen, aber das Problem ist halt, wie gesagt, der Lehrer, bei dem ich am höchsten Mana steigern kann, ist nicht Saturas. Ich brauche ein paar Dinge. Das ist Pyrokar und er geht halt leider auch nur bis 300. Das heißt letztendlich, dass ich die Tränke erst dann trinken sollte, wenn ich meinen Mana endgültig nicht mehr durch Lernpunkte steigern kann. Wobei die Grenze natürlich zuerst deshalb eintritt, weil ich nicht genug Level kriege. Hey! Ich denke, das könnte jetzt schon so sein, aber sicher ist sicher. Schon was rausgefunden? Also, ich bin mir ja nicht sicher. Ja, okay, das kennen wir, das ist uralt. Ach, warte mal, ich habe doch hier, wie hieß der? Karas, dem habe ich doch was gebracht von den Suchenden. Ah, was? Ich habe hier einen Eimer nach der Besessenen. Vielleicht kannst du damit was anfangen. Zeig mal her. Ja, das könnte gehen. Ich werde das Buch untersuchen. Okay. Bei einer Sache bin ich mir allerdings jetzt schon sicher. Meines Erachtens handelt es sich bei den Suchenden um eine von Beliar geschaffene, völlig pervertierte Lebensform. Ja, was? Diese Wesen sind zum Teil dämonisch und zum Teil menschlichen Ursprungs. Doch ob es sich um eine Art der geistigen Besessenheit oder gar eine rein körperliche Mutation handelt, bin ich mir noch nicht sicher. Kommt später nochmal wieder, dann weiß ich sicherlich mehr. Mhm. Interessant. Schon was Neues über die Suchenden herausgefunden? Ich arbeite dran. Okay. Gibt es einen Schutz gegen die mentalen Angriffe der Suchenden? Keine Ahnung. Schade, da hat auch noch nichts. Zeig mir deine Ware. Hast du Kronstöckel? Nein, nur Halbpflanzen. Schade. Okay. War ich denn schon mit der Todeswelle unten im Klosterkeller? Das weiß ich gerade gar nicht. Der arme Kerl kann einem leid tun. Ich muss danach auf jeden Fall zum Großbauern. Das habe ich schon ausgewählt. Das heißt, ich kann mich dann direkt dahin teleportieren. Verliere nicht so viel Zeit, wenn ich das jetzt ausprobiere. Denn da unten... Ich meine, ich war da noch nicht. Da unten gibt es nämlich die
noch ein paar Dämonen, die ich noch nicht umgelegt habe, soweit ich weiß, soweit ich mich erinnere. Und vielleicht auch die eine oder andere Info, die mir helfen kann. Hey. Für Irdorath. Oh. Ich habe eine Geheimtür gefunden. Was? Wo? Hinter einem Bücherregal. Was ist dahinter? Es sieht aus wie ein altes Kellergewölbe. Das ist eine wichtige Neuigkeit. Ich werde sofort Pyrokar davon unterrichten. Du musst derweil herausfinden, was in diesem Keller ist. Gar nichts mehr. Ha. Ich war im Gewölbe. Und was hast du gefunden? Dort unten war ein Skelettkrieger, der eine Tür bewacht. Ich habe ihn getötet. Gut gemacht. Wir werden uns mit dem Gewölbe beschäftigen, wenn wir das Böse besiegt haben. Nein. Das Gewölbe hat uns dabei geholfen, ihr dort zu entdecken und dorthin zu segeln. Von daher, lieber Tala, oh Gott, ich bin so schlecht mit Namen. Tala irgendwas, du hast dich gerade getäuscht, wir brauchen das Gewölbe für den Kampf gegen das Böse, nicht andersrum. Da hast du dich leider getäuscht, mein Lieber. Talamon war es, genau. Talamon. Ich habe gerade noch Novizen gehört, also es ist gar nicht so weit unten im Keller eigentlich. Das ist direkt unter dem Kloster, ne? Ah, okay, ich war hier doch schon. Hab alles gelesen. Okay, alles klar. Gut. Ich war mir nicht sicher, ob ich hier schon war oder nicht. So, links war ich unten bei dem Troll. Als nächstes. Ich könnte, glaube ich, Bennett mitnehmen als Schmied. Oh, nö, das brauche ich nicht. Ich brauche keinen Schmied, ich bin Magier. Ich brauche jemanden, der mir Dinge beibringen kann. Ich könnte Lee fragen, ob er mit will. Von mir erfährt keiner was. Ich könnte Lee fragen, ob er mit will. Das ist eine gute Idee. Oder nee, warte mal. Ich habe mich entschieden, nicht mitzunehmen. Ich habe ja Gorm dabei. Ich habe Gorm und Biff dabei. Das sollte reichen. Gorm und Biff können gut kämpfen, beide. Das sollte definitiv reichen für mich. Als Kanonenfutter. Was anderes sind sie ja leider nicht effektiv. Der da raucht hier einfach nur rum. Es gibt noch das Gewölbe da unten mit den, mit dem Skelettmagier und so. Aber da möchte ich ehrlich gesagt erst rein, wenn ich 300 Mana habe. Ich fühle mich da vorher zu unsicher. Ich war da nämlich mal testweise und ich will da zweimal zaubern können. Auf jeden Fall will ich da zweimal zaubern können. Da drin. Das ist böse da drin. Das ist sehr böse für Magier. Vor allem, wenn mein Zauber so lahm ist. Naja, was soll's. Ich gehe jetzt übrigens gerade zu Sagitta. Zu der Kräuterhexe. Die ist ja hier hinten so im Wald. Denn die hat auch noch Kronstöckel. So sieht's nämlich aus. Ich überlege gerade, ob die Wassermagier in der Erweiterung noch ein bisschen Kronstöckel haben. Ah, nein, haben sie nicht, aber in der Erweiterung liegt tatsächlich auch noch ein Kronstöckel, den ich nicht gefunden habe, der sehr gut versteckt ist. Ein Drachensnapper. Nur einer? Ich sehe zwei Drachensnapper und einen Schattenläufer. Und ich sehe großes Potenzial zum Sterben in dieser Kombination. Aber Moment, ich habe doch vorhin eine Spruchrolle gefunden. War das nicht so? Wo ist sie denn? Verwandlung Feldräuber. Ich verarsche die jetzt, so wie die Orks im Minental vor ein paar Folgen. Ich verarsche die jetzt, pass auf. Zwei Drachensnapper, ein Schattenläufer. Okay. So, und los geht's. Geht doch. Was ist das denn? Ein Wag. Was macht der denn hier? Ach. Warum habe ich... Was? Warum habe ich so eine komische Waffe umhängen? Was soll das denn? Und darum habe ich eine Armbrust und einen Bogen an. Oh mein Gott, was ist denn da passiert? Ist der Wag weg? Der Wag ist weg. Gut. Was zum Henker ist hier passiert? Moment, das muss ich schnell fixen. So, aber erstmal zum Großbauer muss ich nicht mehr, zum Kloster muss ich auf jeden Fall noch. Ich müsste mal zur Taverne demnächst. Was ist das denn? Warum habe ich eine Armbrust und einen Bogen an? Warum habe ich ein Rapier an? Ich wollte doch meinen Typhoon. So, so muss das. So, 35 Mana.
Das reicht nicht mehr für allzu viel. Egal. Der Wag ist ja weg. Okay. Jetzt seht ihr wahrscheinlich auch gleich bei Sagitta, warum... Ah, nee, warte mal. Hehe. 4500 Gold. Ich kann jetzt natürlich auch mein Mana steigern, indem ich bete, ne? Das geht nämlich auch. Und da 100 Goldstücke einen Mana geben und ein Kronstöckel, wie ihr gleich seht, 500 kostet und ich damit effektiv mein Mana um 5 steigern kann, nimmt sich das genau gar nichts von der Effektivität her. Mana für Geld für Mana. Der Preis ist genau der gleiche. 100 Gold geben einen Mana. Entweder direkt per Beten oder indirekt per... Oh, und sie heilt mich auch. Heile mich. Lass mich sehen. Dankeschön. Welche Ware hast du anzubieten? Sag mir, was du willst. Ich will Kronstöckel. Okay, das funktioniert nicht. Ich muss hier schon selber aktiv werden. Schade. Snefferkraut, Sonderlohe, Feuerwurzel. Kronstöckel. 3x 1500, gib her. Nehme ich sofort. Nehme ich sofort. Da kenne ich nichts. So, 236. Ich habe jetzt also, wie viel Kronstöckel? 11. Ich habe 11 Kronstöckel. Damit kann ich meinen Mana um 55 steigern. Das heißt, ich komme auf 291 Mana. Wow, 291 Mana ist schon eine ordentliche Menge, ne? Okay. Oh, ein Suchender. Schau mal einer an. Ist der alleine? Was sind das, zwei? Ah, das sind zwei. Ist ja witzig. Ups, die haben mich gesehen. Die mache ich noch schnell, bevor ich die Folge beende. Wie mache ich die? Nein! Das sollte auf die Suche gehen. So, jetzt fehlt mir natürlich das Mana, weil ich so blöd war, daneben zu zielen. Geht das heilige Geschoss eigentlich gegen die Suchende? Ich glaube ja. Hätte ich auch machen können. Naja, machen wir es so. Ist auch in Ordnung. Trank der Geschwindigkeit, vielen Dank. Und eine Essenz der Heilung auch hierfür, vielen Dank. So, wie gesagt, ich will zur Taverne. Ich gehe da jetzt schnell hin. Und ich werde mich hier aufs Ohr hauen und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal, wenn ich noch mehr Kronstöckel... Auf der Suche nach Kronstöckel, würde ich mal sagen. Genau, wir sehen uns auf der Suche nach Kronstöckel. So ist es. Und ich werde nächstes Mal, kurzer Spoiler, ich werde mich mit einem weiteren Troll anlegen, aber diesmal mit einem schwarzen Troll. Haha. 14:25 Uhr. Ja, ich will nicht, dass es dunkel ist bis dahin. Also dann. Ich bin ausgeruht und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Auf Wiedersehen.